mich immer halt gleich noch ein bisschen in Bernbiet, wobei wir jetzt schon 7 Jahre da sind. Aber den Berner Dialekt geben wir nicht her. Und gleichwohl haben wir uns am Anfang ein bisschen umstellen so in ein paar Sachen, die sie halt hier nicht verstehen, wenn wir das auf Berndeutsch sehen. 6 Jahre Pächter gewesen. Und gesamthaft 30 Jahre Pächter. Zuerst 9 Jahre Zomiswang, nachher 20 Jahre zu Rummedingen. Es hat sich dort überschnitten, es hat sich mehr überschnitten, Rummedingen und Allschwil. Sind wir 3 Jahre, haben wir beiden Orten gebaut. Und nach 30 Jahren Pächter immer noch schauen, wie es als Besitzer ist. Seit einem Jahr sind wir jetzt Besitzer von der Mühle. Da haben wir nur 45 Bier hier. Und die Problematik ist, dass sie gehen ein bisschen spät auf die Alp gehen. Also wir sind jetzt mit der letzten am 4. Juni aufgefahren. Und es bringt sich gerne mehr in die Erdbeere ähnlich. Aber das ist jetzt einfach so. Das war eigentlich der Grund, weil man dort mit der Erdbeere angefangen hat und mit verschiedenen Spezialitäten hier unterwegs. Elisabeth, du hast eine Karte Lama sagen. Entspricht mir auch sehr. Ich bin auch gerne mit den Tieren zusammen, ich bin aber auch gerne mit den Leuten zusammen, sei das Kinder oder Erwachsene. Und was jetzt hier ganz gut angelaufen ist, ich tue mit dem Insieme Basel zusammen. Das ist eine Institution für Behinderte und ich tue einfach auch Kurs anbieten für Behinderte. Das ist, Tente ist 12-mal im Jahr ist mit der Lama. Nachher ist noch ein Bauernhofkurs, wo sie einfach arbeiten können. Das sind 10 Behinderte. Das heisseste ist Albert Dauer 30. Die Förderkirche in Basel hat jetzt mal auch eine von den höchsten Dauern. Dann ist es ein bisschen umfunktioniert. Ihr seht, ein Teil der Kühe hat noch Hörner. Wir haben ja hier 55 Stück Fee übernommen. Sie haben immer 20 Milchkühe gehabt, die haben Hörner gehabt und haben immer 10-12 regional gewesen. Basel geschlachtet, mittlerweile wird Basel kein Rindvieh mehr geschlachtet, angeblich wegen der Chinesen, ich weiss nicht, ob es so ist. Das hat auch andere Gründe auch noch. Und jetzt gehen unsere Tiere mehrheitlich ins Naturabif-Segment. Etwa 12 Tiere tun wir direkt vermarkten. Wir hoffen, dass wir dort noch etwas weiterkommen. Wir tun das um den Lörzbachtalerbif vermarkten. Wirklich haben wir im Moment auch noch in Bernbiet Kunden gehen und sind wir sehr froh. So können wir doch mit der Alsenführung, die im Herbst über ein Thema eingrassen. Mir bringt es nicht Sinn, wenn wir Ballen auflösen und Ballen wickeln. Wir legen jetzt die ganze Nacht zu der Scheuer. Oh, das da ist krank. Ja. Der Wald gehört der Gemeinde Hägen. Dort, wo der Topper gegessen ist auch von Hägen. Nicht so, dass wir immer auf Frankreich gegen einkaufen. Aber gewisse Sachen sind einfach noch gut zu tun. Und ich glaube, das Gefühl haben wir schon. Du Freunde, da hinter mir ist bereits Frankreich und ich stehe da noch in der Schweiz. Und jetzt macht der Bauer Hause einen Schritt nach Frankreich. Jetzt wollen wir ein Grenzapero machen. Wir haben jetzt ein Apero oben gemacht. Also hier ist jetzt noch Schweiz. Und dann ist er die Grenzstein wieder. Oder es geht einfach da so hin im Port runter. Das hinter den Stall. Das ist auch wieder Frankreich. Herr Göttli. Und dann so muss er etwa aussehen für die Latte. Ich möchte mich noch einmal für die interessante Hofführung bei Familie Mosimann bedanken. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.